Heute besprechen wir die kompletteste Lernstrategie für Mathe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Mathe ist ja so eins der Fächer, was so ein paar wenige echt feiern, unter anderem auch ich, und andere sind so, boah, ich pack das gar nicht. Aber no joke, ich hatte auch in der 7., 6., 8. Klasse so 4er und 5er teilweise in Mathe, weil ich mich einfach nicht darauf vorbereitet habe. Deswegen ohne Spaß. Auch wenn du jetzt gerade mit Mathe struggles, du kannst nicht nur ein bisschen besser werden, du kannst, egal wie schlecht du bist, richtig, richtig gut werden. Dafür gibt es so viele Beispiele. Es geht einfach nur darum, dass du konsequent eine komplette Lernstrategie, wie ich sie dir jetzt zeige, nachgehst, und dann wird es garantiert besser werden. Es wird kein, es ist wie im Sport, ja, deswegen ja auch Abiturathleten. Es wird nicht einfach boom passieren. Aber wenn du Schritt für Schritt dran bleibst, kannst du nahezu jedes Ergebnis erzielen. Erstens, glaube wirklich an die Verbesserung. Das ist die absolut entscheidendste Grundlage. Egal, was ich dir jetzt erzählen würde, egal, was für Methoden ich dir an die Hand gebe, es ist irrelevant. Es ist wirklich irrelevant, wenn du nicht daran glaubst, dass du, nicht, dass du nur bessere Noten erzielen kannst, dass du in Mathe besser werden kannst. Weil es gibt in der Psychologie die Attributionstheorie. Das bedeutet, dass Menschen für alles, was in ihrem Leben passiert, jedem Ereignis eine gewisse Ursache zuschreiben. Das bedeutet, wenn du nicht ernsthaft daran glaubst, dass du dich in Mathe verbessern wirst, dann selbst wenn du diese Strategie anwendest und dann bessere Noten schreibst, wirst du der Attributionstheorie nach für dieses Ereignis, dass du bessere Noten bekommen hast, einen externen Grund suchen, statt einen internen, weil der interne Grund ist, dass du in Mathe besser geworden bist. Wenn du das aber nicht schaffst, wenn du es jetzt nicht schon schaffst, daran zu glauben, wirst du für eine gute Mathe-Note andere Gründe finden wie, ah ja, das Thema war halt ein bisschen leichter, oder das Thema lag mir halt ein bisschen, oder ah, an dem Tag habe ich mich einfach besonders gut gefühlt. So ist es immer nur im Außen. Deswegen im allerersten Moment, du musst daran glauben, dass du in Mathe besser werden kannst. Zweitens, identifiziere die entscheidenden Verfahren. Lass es nicht komplizierter machen, als es ist, okay? Es ist alles kein Hexenwerk. Und hier scheitert es schon bei den meisten dran, weil sie denken, Mathe, oh, das sind einfach 100.000 Sachen an der Tafel, die ich nicht verstehe, und dann kommen da Buchstaben rein und pff. Aber im Prinzip ist jede Thematik, wie du es in der Schule durchgehst, gleich. Es gibt einfach nur verschiedene Verfahren, die je nach Aufgabenstellung angewandt werden müssen. Das ist es. Du hast mehrere Abläufe von Verfahren, und je nachdem, welcher Aufgabentyp es ist, musst du das jeweilige Verfahren anwenden. Das ist alles. Das ist absolut alles. Das ist die gesamte Struktur von Mathe in der Schule. Drittens, lerne und verstehe diese Verfahren. Es ist sehr, sehr einfach, wenn man es wirklich mal eine komplette Lernstrategie packt. Wenn du mal gerafft hast, okay, es gibt einfach nur zu der jeweiligen Thematik, die wir gerade im Unterricht haben, gibt es einfach nur verschiedene Verfahren, die ich je nach Aufgabenstellung anwenden muss. Dann geht es im allerersten Moment nur darum, dass du jedes Verfahren einzeln für sich lernst, dir anschaust und wirklich auch verstehst. Du musst es wirklich auch verstehen. Das bedeutet, schau dir diese Verfahren einfach Schritt für Schritt an. Das ist total entscheidend. Versuch nicht sofort auch bei den einzelnen Verfahren, sofort wie dieses ganze große Ding zu sehen von, oh, ich werde das nie raffen, das ist 8 Schritte hintereinander. Geh einfach Schritt für Schritt vor. Ganz konsequent. Verstehst du den ersten Schritt? Ja, nein. Überleg ihn dir. Frag andere nach Hilfe. Wenn du den ersten Schritt verstanden hast, geh zum zweiten Schritt. Und versuch nicht gleich alles zu machen und wieder die krassesten Ansprüche an dich zu haben. Einfach nur Step by Step. Und dann auch, wenn du das wirklich so durchgehst, versuch auch nicht mal nur diese Schrittabfolge durchzubekommen und die auch dann verstanden zu haben, sondern versuch wirklich mal nachzuvollziehen, was ist der Sinn davon? Warum machen wir das? Warum steht der eine Buchstabe über dem Strich und nicht unter dem Strich? Und lauter solche Dinge. Weil, das ist extrem anstrengend. Das ist extrem anstrengend. Und wenn du erstmal zu viel von Mathe hast, kannst du das auch erstmal weglassen. Aber vor allem, wenn du vielleicht die einzelnen Verfahren dann wirklich verstanden hast oder zumindest mal gelernt hast, dann sich wirklich mal zu fragen, okay, warum das Verfahren bei der Aufgabenstellung, warum das Verfahren bei der Aufgabenstellung, warum das Verfahren bei der Aufgabenstellung? Weil da musst du es dann wirklich so krass in deinen Kopf reinbekommen. Das ist wieder die Theorie der Verarbeitungstiefe. Je stärker du dich bei was anstrengen musst, wenn du wirklich überlegst, okay, warum steht jetzt das A über dem Bruchstrich und das B drunter, dann musst du wirklich, du musst es wirklich gerafft haben. Und wenn du das dann auch noch ganz klassisch jemand anderem erklären kannst, dann hast du es wirklich verinnerlicht.
Und dann geht es in Mathe natürlich wie in keinem anderen Fach darum. Viertens, wende die Verfahren an. Das ist so wichtig. Du kannst es noch so gut lernen. Du kannst es sogar zu 100% verstehen. Du wirst trotzdem in der Mathearbeit verkacken. Ich musste das selbst als Erfahrung machen. Ich hatte irgendwann in der, ich glaube in 12.1, hatte ich den, ich hatte es richtig drauf. In jeder Unterrichtsstunde, ich habe mich so gemeldet. Bam, 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 bam. Ich hatte es übelst drauf, okay? Aber genau deswegen, weil ich so drauf hatte, dachte ich mir, ha, dann kann ich mir die Hausaufgaben sparen. Ich rasiere sowieso jede Mitarbeit. Und dann kam nämlich die Klausur. Ich hatte es nicht angewandt, obwohl ich es ernsthaft verstanden hatte. Ich konnte es auch jedem easy erklären. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil ich es einfach nicht gewohnt war, dass eine Aufgabenstellung war, dann da die entscheidenden Elemente rauszulesen, um dann zu identifizieren, welches von den Verfahren, die ich theoretisch verstanden habe, dann auch entsprechend anzuwenden. Deswegen, in Mathe üben, 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 üben. Das ist so wichtig. Und da auch nicht einfach mal irgendwelche Aufgaben dann immer so durchrechnen, sondern versuch wirklich bei den allereinfachsten anzufangen, wo du im Prinzip einfach nur hast, wo du im Prinzip schon weißt, okay, bei der Aufgabenstellung muss ich jetzt dieses Verfahren anwenden und dann gehe ich ganz einfach dieses Verfahren Schritt für Schritt durch mit den allersimpelsten Variablen. So solltest du anfangen. Wenn du dann merkst, okay, das kann ich, dann versuch immer sukzessive, also Schritt für Schritt, die Anforderungen der jeweiligen Aufgaben einfach zu erhöhen. Einfach immer eine Stufe höher, dass sozusagen das, was am Anfang die Challenge war, diese Aufgabe jetzt vom Verfahren her auch richtig zu beantworten, wenn du dann eine Schippe drauflegst, dann auch das kannst, ist das hier drunter viel verfestigter, weil du es hierfür schon als vorausgesetzt nehmen musstest. Das bedeutet, der Unterschied, ob du das einfach nur in der simpelsten Art und Weise anwenden konntest oder eins drüber, hilft dir sogar dann, wenn in der Prüfung nur das simpelste Verfahren angewendet wird. Weil wenn du nur das simpelste Verfahren gemacht hast, dann ist das für dich Challenge. Okay, das muss ich schaffen. Und dann versuchst du es in der Prüfung auch zu schaffen. Und vielleicht schaffst du es auch, vielleicht aber auch nicht. Wenn du es aber schon eine Stufe höher gepackt hast, dann ist es für dich schon so normal, wie die deutsche Sprache zu verwenden. Versteht ihr, was ich meine? Und dann werdet ihr es garantiert. Dann müsst ihr auch nicht nervös sein. Dann kriegt ihr auch keine Blackouts oder so, weil ihr schon so stark findig habt. Und deswegen versucht es immer möglichst viel zu steigern. Gerne auch mal auf ein Niveau, was vielleicht noch eine Stufe über dem gesamten Klausurhorizont ist, weil dann hast du alles, was darunter ist, wirklich so tief in dir verstanden, dass du sogar noch eine Stufe darüber gehen konntest. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn du an der Stufe verkackst, aber du hast alles andere wirklich extrem gut gefestigt. Und dann fünftens noch ein super, super wichtiger Punkt. Auch wenn du in Mathe ganz, 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 ganz viel üben solltest, analysiere die Fehler direkt. Das ist so, so wichtig als fünfter Punkt, weil je mehr wir üben, desto mehr kommen wir in einen automatischen Prozess. Und das ist unfassbar geil, weil du dann eben, weil es eben so stark verkörpert ist, du nicht mehr drüber nachdenken musst, keine Blackout haben wirst, sondern du ziehst einfach nur zack, 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 ganz automatisch durch. Das Ding ist nur, da dürfen sich keine Fehler einschleichen. Das bedeutet, wenn du bei irgendeiner Aufgabe merkst, okay, ich komme da verstehe ich jetzt gerade nicht, wie ich weiterkomme, oder du merkst nachträglich in der Lösung, okay, da hast du einen Fehler gemacht, mach nicht gleich alle anderen Aufgaben weiter, sondern sobald du es identifizierst, boom, geh sofort in das Lernverfahren, analysiere die, wenn du das mit Lösungsschritten vielleicht vom Lehrer ausgeteilt hast oder es hinten im Buch steht, analysiere es, okay, hier an der Stelle. Dann such deinen Fehler, vergleich das nochmal am Anfang mit den Verfahren, die du ja einfach nur gelernt hast. Ha, an welchem Punkt habe ich jetzt hier was missverstanden? Und dann versuch dieses Element, diese Sache, die du in deinem Kopf als falschen Baustein, als falsches Rädchen drin hast, das sofort auszuwechseln und dann damit neu zu arbeiten. Weil dann kannst du wirklich, wenn du dann weiter mit der Übung machst, im Prinzip, dann hast du nicht nur ein Konstrukt, was komplett automatisch je nach Aufgabenstellung angewandt wird, sondern es ist doch noch garantiert so zu 99% fehlerfrei und dann bist du halt sowas von ready für die Klausur. Das bedeutet in dem Sinne, schreibt mir gerne noch Sachen, die ihr vielleicht habt bei Mathe oder wenn ihr noch andere Fragen habt bezüglich Mathe, gerne, gerne in die Kommentare. Ich werde alle Kommentare wie immer beantworten. Ansonsten denkt bitte vor allem in Mathe, ja, es gilt für manche ganz besonders. Ich glaube an dich. Ohne Scheiß, du kannst Mathe packen. Trust me. Trust me. Aber es reicht nicht nur, dass ich an dich glaube, du musst auch an dich glauben, okay? Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.